ist ja ohne spät heimkehre. Komm, setz dich aber her zu uns. Wenn ich darf. Wir können wirklich froh und dankbar sein, dass gestern endlich gesund aus der Gefangenschaft heimgekommen bist. 3 Jahre ist der Krieg jetzt schon vorbei. 8 für unsere Soldaten sind noch immer in Gefangenschaft. Bei den Russen oder bei den Franzosen. Nein, wer noch vermisst, und 21 kommen wir überhaupt nicht mehr haben. Das ist schon traurig. Du hast dich heute im Dorf ja schon wegen umgeschaut. Kennst dich denn noch aus? Mein Lieber, ich hab ganz geschaut. Die Heiße, die stehen ja alle noch. Aber ein Haufen fremder Leute laufen da im Dorf rum. Schöner Madler sind auch dabei. Aber die Frau da, die habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Flüchtlingsfrau. Die ist erst später gekommen. Die meisten sind ja schon wieder fort. Die ersten waren aus dem Saarland, September 39. Rund 60 Leute mit Sack und Back, mit Pferd und Wogen. Welcher Bau vor dem Westwald da drüben, mussten sie rüber zu uns. Wie der Frankreich-Feldzug vorbei war, konnten sie wieder haben. Wie noch nicht die Luftangriff auf unserer Großstadt angefangen haben, sind die Nächsten gekommen. So haben wir zum Beispiel 1942 ungefähr 100 Evakuierte aus Hamburg da gehabt. Ganz schlimm ist es aber dann erst ab Januar 1945 geworden. Jetzt sind die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten gekommen. Aber das kann dir ohne Flüchtlingsfrau da besser erzählen. Nun. Reinbeißen. Nun, wir kommen aus Marsdorf, Kreis Sorau, Niederlausitz, in der Mark Brandenburg. Ungefähr 3,5 Kilometer hinter unserem Dorf verlief die schlesische Grenze. Die Flüchtlinge aus Schlesien sind schon vor uns in Pesten angekommen. Und noch früher die Ausgebombten aus dem Ruhrpott. Ich bin mit meiner Mutter, meinen beiden Brüdern und den Großeltern bzw. dem Großvater am 16. März 1945 mit unserem Pferdegespann nach gut drei Wochen der Strapazen und täglich in Dernhof angekommen. Bei der Familie Rau wurden unsere Pferde einquartiert und uns 5 überließ die Nachbarin Frau Backe, die selbst 3 Kinder hatte, ein Zimmer, obwohl sie schon eine Flüchtlingsfrau mit ihren 2 Söhnen einen Raum in ihrem kleinen Haus abgetreten hatte. Unsere Oma mussten wir in Münchberg im Krankenhaus lassen. Dort ist sie nach einer Woche verstorben. 1946 mussten die sudetendeutschen Flüchtlinge auch noch aufgenommen werden. Diesen Leuten erging es noch viel schlechter als uns, denn sie durften nur 40 Kilogramm Handgepäck pro Person mitnehmen. Dann hat man sie in einen Viehwaggon gepfercht und ausgewiesen. So ist es in manchen Häusern mit noch 2 zusätzlichen Familien schon sehr eng geworden. Insgesamt sind wir jetzt ca. 150 Flüchtlinge. Ja, so ein Haufen Leid, 150 Mann in unserem kleinen Dorf. Hat es denn keine Probleme gegeben? Natürlich gab es zu den vielen Problemen.
zu überwinden. Und Sie können sich vorstellen, dass die Einheimischen über die vielen Rucksackdeutschen reingeschmeckten nicht gerade erfreut waren. Zu der Wohnungsnot kamen auch noch Versorgungsschwierigkeiten mit Lebensmitteln und Kleidung. Im Spätsommer und Herbst sind wir Flüchtlinge auf die abgeernteten Felder gegangen und haben liegengebliebene Ähren aufgesammelt und Kartoffeln gestoppelt. Im Herbst im Wald haben wir Brennholz zusammengetragen, damit wir was zum Heizen hatten. Das Geld war sehr knapp. Das Angebot der Ware. Also, es gab also nichts. Die Flüchtlinge, die bei den Bauern kräftig mit zupacken konnten, waren in der Not, in der Lage, für den Lebensunterhalt aufzukommen. Und so gewannen sie auch Ansehen bei der heimischen Bevölkerung. Ja, im Laufe der Zeit und sie angefreundet sich ein friedliches Miteinander. Ja, in der Not, da müssen halt die Leute zusammenhalten. Eins würde mich aber jetzt noch interessieren. Wie war denn das in den letzten Kriegsdoktor und Wiesen? Ist da auch geschossen worden? Na, Gott sei Dank nicht. Wir haben zwar gehört, dass die Front immer näher her zu uns gekommen ist. Das hast du an den dumpfen Gräuen für die Geschütze, wo die Flieger gemeint. Und immer öfter sind auch deutsche Soldaten auf dem Rückzug durchs Dorf gezogen. Im März 1945 mussten sie gar noch unser Volkssturm ausrufen. Und draußen so ein Berg bei Grumpfhorra ein Panzersperren errichten. Aber zum Einsatz ist er zum Glück nicht mehr gekommen. Am Freitag, am 13. April 1945, den Tag vergesse ich nicht. Heute haben wir ja am 13. April. Sind nachmittags um 4 Uhr für Bucher her, also aus der anderen Richtung, die Armee mit ihrer Panzer in Biesen eingerollt. Und ein Bäuchermaster, der Dietzelskoll, musste antreten und hat Order gekriegt. Alle Waffen einsammeln, weißer Fohn hinaus aus dem Kirchturmhänger. Der als Forstwart im Schluss hat auch ein weißes Bettuch hinaus und ein paar andere Leute auch. Und der Bäuchermaster muss dafür sorgen, dass keiner das Dorf verlässt. Wenn die Kulmwoche sicher gehen, hat der amerikanische Offizier gesagt, haben wir Glück. Wenn nicht, müssen sie in diesen Stellung beziehen. Ein paar von uns haben sich doch eher die Nacht über drin Felsenkehler versteckt. Am nächsten Tag ist die amerikanische Infanterie eingerückt. 1400 Mann. Und hat sich in Biesen einquartiert. Farbiger war nah dabei. Kannst dir vorstellen, wie wir geschaut haben, wie wir die schwarzen, die braden Lippen und die weißen Hagenäpfel gesehen haben. Die Zeh darfst du auch nicht vergessen. Weißen Zeh, hast du recht. Innerhalb von einer Stunde mussten wir alle zusammen bis auf den Bäuchermaster und seiner Leid aus unserer Heise hinaus und lieber noch den Hof. Das war vielleicht der Aufregung. Das stimmt. Wie auf einmal nach 12 Uhr mittags die Völkerwanderung über den Boweier auf uns in Dornhof zukam.
Es waren die Pestner, die nun auch noch Unterschlupf suchten. Da reichten die schutzbringenden Keller nicht mehr aus. Und es mussten auch noch die Scheunen mit belegt werden. Trotzdem kann ich mich an eine lustige Szene erinnern. Auf der gegenüberliegenden Baumannswiesen unterhalb des Felsenkellers wollte ein Neger eine Gans fangen. Dieser ließ den schwarzen Mann etliche Male den Hang auf und ab rennen, bis sie völlig erschöpft war und ihr Verfolger sie endlich fassen konnte. Dann kam der Appell an der Kirche um 16 Uhr, wo sich alle wie alleinstehenden jungen Männer auftreten mussten und in den, wo sie dann, Mensch, ich bin blöd, wer sich nicht ausweisen konnte, keine Entlassungspapiere hatte, wurde bei Elners auf dem Dachboden eingesperrt. Dann nach Zornau in zur Militärpolizei gebracht und schließlich nach Bad Kreuznach in Gefangenenlager abgeschoben. Jetzt war es an der Zeit, dass die Bauern ihre Tiere versorgen mussten. Dazu durften sie für eine Stunde nach Hause. Dann mussten sie wieder zurück nach Dornhof. Diese Regelung galt für die Zeit der Besatzung. Naja, noch drei Tage war der Spuk vorbei. Die Armee sind leider nach Kulmbach. Davor sind noch in Kosendorfer Wald geblieben. Und wir konnten Montag früh wieder in unserer Heise. Da hat es vielleicht ausgeschaut. Ein paar Tage hat schon gedauert, bis jeder sein Zeug wieder gefunden hat. Von der Bettwäsche bis zum Essensgeschirr. Aber getan haben uns die Armee eigentlich nichts. Gott sei Dank. Problematisch war bloß, dass die nächste Zeit keiner aus dem Dorf hinausgedörft hat. Und so ist bei Bergmosbeck bald das Mehl zum Backen ausgegangen. Aber ohne Bäuchermaster hat sich was einfallen lassen. Er hat einen Flüchtlingsbauern mit seinem Fuhrwerk auf Schleichweg lieber noch Kunststoff in die Milch geschickt. So war wenigstens fürs Erste die schlimmste Not behoben. Ja, da habt ihr wirklich, wirklich einiges erlebt und mitgemacht. Ne? Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir alle zusammenhelfen und wieder auf die Bar kommen. Dankeschön.